Moin Moin und herzlich willkommen. Hallo liebe Bekannte, liebe Freunde, ich grüße euch alle ganz herzlich. Mein Name ist Daniel und heute möchte ich hier in Costa Rica ein Breakpoint spielen. Viel Spaß beim Zuschauen. Ich möchte jetzt mal hier anfangen mit den ganzen Vorbereitungen. Ich spiele sehr gerne dieses Spiel. Ich habe schon angefangen seit ein paar Wochen oder ja, einen Monat ungefähr. Am Anfang habe ich viel Geld investiert. Ich habe die ganze Punkte gekauft. Ja, ich habe über 300 Euro oder mehr sogar investiert. Ich habe das Spiel günstig gekauft. Ich habe ein Angebot 55 Euro oder sowas. Am Anfang ganz teuer, 120 Euro für Ultimate. Aber nein, ich habe die ganzen Punkte gekauft, habe ich mir ein paar Hubschrauber und sogar Waffen und alles mögliche. Später habe ich gemerkt, dass ich habe einen Fehler gemacht. Eigentlich sollte ich gar nicht diese Punkte kaufen, weil man bekommt die ganze Waffen, die ganze Munition im Spiel kostenlos. Was da die Kiste, musst du die Kiste nicht öffnen und so weiter. Und ich finde dieses Spiel sehr interessant, es macht richtig Spaß. Ich habe bis jetzt mehrere Spiele gespielt, wie Call of Duty, Destiny, auch Rennspiele wie Forza Motorsport, Forza Horizon, Gran Turismo und alles, was heutzutage gibt. Ich habe in diesem Spiel etwas entdeckt, was ich in anderen Spielen noch nicht entdeckt habe. Hier gibt es viel Landschaft, Natur, auch Züge und ich habe auch ab und zu mal auch Computerspiele gespielt, wie Train Simulator und alles mögliche. Da habe ich auch alle Strecken von Deutschland und Ausland, habe ich über 600-700 Euro investiert. Ich spiele auch Xbox-Spiele. So, ich habe hier die ganze Vorbereitungen gemacht. Bei dem Taktik lasse ich so. Ich habe hier diese Taktik hier. Ich habe auch Panther. Ich finde ganz gut. Ich habe ein paar Videos gegoogelt bei YouTube. Und ich finde es auch sehr interessant. Als Panther kannst du die Drohnen besiegen. Du hast hier ein Spray. Und kannst du alle Drohnen platt machen. Anfertigen. Ich muss auch hier nur diese Spritze einmal vorbereiten. Ich habe jede Menge hier Sachen. Ich nehme zum Beispiel diese Pflanzen hier. Habe ich mehrere von dieser Sorte. Dann habe ich hier alles. Ja, mir fehlt ein paar Materialien. Die muss ich immer noch besorgen. Ich habe hier die Dosis. Das reicht eigentlich. So, Maria Shop. Was gibt es bei einem Maria Shop? Was gibt es zum Verkaufen? Was kann ich verkaufen? So, jede Menge Sachen kann ich verkaufen. Ich versuche hier diese Sache zu verkaufen. Am Anfang habe ich hier meinen Rucksack immer voll. Ich konnte nicht mehr die Kisten öffnen. Ich habe auch gelernt ein bisschen, ne? Und ich habe auch manche Spieler habe mich unterhalten und alles hat mir gemacht. Gesagt, ja, du sollst zerlegen und ich wusste nicht genau, wie kann man das machen. Habe ich mir ein paar Videos gegoogelt und dann habe ich gemerkt, wenn du hier bist beim Maria Shop, dann musst du einmal hier die R1 Taste drücken und dann kommt hier diese Meldung verkaufen und dann kannst du alle verkaufen. Und habe mich gefragt, warum soll ich hier meine Waffen verkaufen, weil ich habe bezahlt, ich habe hier Punkte, ich habe über 100 Euro in diese Waffen oder sogar mehr. Warum soll ich jetzt auf einmal verkaufen? Habe ich auch zerlegen und dann ich konnte wieder die Kisten öffnen und so weiter. So, ich hole mir jetzt einen Hubschrauber. Ich habe hier mehrere Hubschrauber, viele Hubschrauber habe ich gekauft. Ich habe von dieser Sorte hier habe ich alle vier, und sogar hier Fahrzeuge habe ich auch jede Menge Fahrzeuge gekauft in dieser Punkt. Ja, mit dem
Belohnungen und so weiter. Ja, ich habe schon viel Geld investiert, wie gesagt, in dieses Spiel. So, dann Lager abbrechen. Nehmen wir hier 14 Uhr, ist schon eine geile Uhr. Dann starten wir. So, erstmal essen und dann geht's los. Nehmen wir diese Vitalitätsdosis. Oh, dann habe ich hier plus 10% App Bonus. Plus 30% Erschöpfung und so weiter. So, ich befinde mich jetzt in diesem Gebiet. Und dann musste ich hier zur. Ich musste hier mit Haruki Ito sprechen. Der Kopf der Fraktion hält sich in deren Unterschlupf auf. So. Kann auch eigentlich zu Fuß. Moment mal, mein Hubschrauber steht da, der richtig, der ist schon richtig. So, jetzt muss ich zu Fuß rein hier zwischen die Bäume. Das ist nervig. Ruhig, ruhig, Frau. Ganz, ganz ruhig. Nicht so viel. Ich bin schon auf dem Boden jetzt. Kleine Berg hier. Mein Hubschrauber befindet sich hier in der Richtung. Kann ich noch ein paar Blumen hier und hier sammeln. So eine rote Iserie. Noch etwas zusammen. Ja, noch zwei Stück. So, dann lassen wir mal starten. Mal fahren. Eigentlich kann ich zu Fuß. Wie gesagt. Wieder hier, die Leute unterhalten sich am meisten über Ghost, über Probleme, über alles dies und das. Was zwitschern die Vögelchen? Neue Entwicklungen bei den Einsätzen? Die Menschen haben die Übertragung gehört und die Wahrheit erkannt. Sie kommen zu uns. Alle unterhalten sich hier. Was ist das? Vorgestellt? Was kann ich für Sie tun? Sentinel versucht mit einer Steigerung der Drohnenproduktion das Blatt in unserem Kleinkrieg zu wenden. Zeigen Sie mir, wo die Fabrik ist und ich starte den Rationalisierungsprozess. Gute Kampfmaschine. Hättest du gedacht, dass du mal Friedenskämpfer wirst? Hier nochmal. Position gibt's bestimmt nicht. Was? Wir sehen uns, Haruhi. Ganz bestimmt, Kampfmaschine. Ihr nennt mich eine Kampfmaschine. Ich bin keine Kampfmaschine. Jemand arbeitet hier.
Gibt's was Neues? Fortschritte vielleicht? Hast du es noch nicht gehört? Die Übertragung war ein Erfolg. Die Menschen kommen von überall her, um uns zu helfen. Steige nun los. Etwas am Computer hier. Ich würde zu viel Bass.
hier. Was? Ich habe jemanden in Sicht! Fantastisch aus, dieser Blumen hier. Was ist da? Jeder Mensch. Welche Waffen habe ich hier? Ich versuche jetzt mal hier mit dem Scharf. Hier sind wir. Was muss ich ändern hier an dieser Waffe? Es wird nicht leicht, jetzt mal muss ich diese Maschinen fertig machen. Also, sonst zerstöre mich, zerstöre mein Hubschrauber sogar. Muss ich platt machen. Scheiße, du. Raus mit dir.
Der ist doch tot. Das kann nicht sein, du. Der ist tot.